willkommen zu meinem neuen Video und damit willkommen zurück in der wunderbaren Welt des Coronavirus. Und gerade ist wirklich einiges los. Die eine Nachricht überschlägt sich mit der nächsten. Es ist wirklich abartig. Ich komme gar nicht mehr nach. Also mein letztes Video ist abgedreht. Dann kommen schon wieder neue Nachrichten, wo ich mir denke, hey, was geht hier eigentlich ab? Und deswegen würde ich sagen, wir beginnen direkt mit dem Video. Und zwar mit dem ersten Artikel. Ihr wisst ja, der Ministerpräsident aus Sachsen hat ja jetzt gerade irgendwie so einen kleinen Tick. Der hat ja jetzt das mit dem flächendeckenden 2G eingeführt. Und jetzt kommt der nächste Ministerpräsident, und zwar der aus Thüringen, und meint, wir werden niemanden mehr garantieren können, der ungepiekst ins Krankenhaus kommt, dass er überhaupt noch hier behandelt wird. Also droht quasi ungepieksten Menschen eine Triage. Man wird quasi von der Klinik abgewiesen. Ist das nicht absolut abartig? Für das, was sie uns immer sagen, dass es hier um Gesundheit geht und dass jedes Menschenleben so unglaublich wichtig ist, aber eben nicht von den Menschen, die ungepiekst sind. Und das ist wirklich unfassbar krank. Also wo ich das gehört habe, habe ich gedacht, was ist hier los? Das ist wirklich Diskriminierung im höchsten Niveau, wo man wirklich haben kann. Also wir sind wirklich sehr weit gekommen mittlerweile und eine abartig ekelhafte Gesellschaft geworden, weil eben das auch noch von dem einen oder anderen hier toleriert wird. Ich habe ja gesagt, ich habe auch Nachrichten bekommen mit, ich soll ja meine Behandlung verweigern. Ich wurde ja gar nicht behandelt, ich habe gar keine Behandlung gebraucht, weil ich sogar weniger als erkältet war, als ich positiv auf Corona getestet wurde. Und deswegen finde ich so lustig. Und dann hört man das hier und hört aber von überall, dass die Intensivstation voll mit Gepieksten ist. Und es ist einfach nur abartig, wie die uns jeden Tag immer wieder aufs Neue ins Gesicht lügen. Das zum ersten Artikel. Ach, ich bin jetzt schon auf 180. Dann gibt es hier ein Krankenhaus in Antwerpen. Das liegt in Belgien. Es ist ein aktuelles Interview und der Mann, das findet ihr auch auf meinem Telegram-Kanal, sagt, alle Intensivpatienten sind Tatsache vollständig gepiekst, ja. Also hier von wegen Pandemie oder Blandemie der Ungepieksten. Es betrifft genauso die Gepieksten und deswegen ist auch der Booster so unfassbar wichtig. Aber auf den komme ich natürlich auch noch in diesem Video wieder zu sprechen. Dann haben wir schon das nächste Video und zwar bei Rumble findet man das mit dem Titel Wir stehen an den Pforten der Hölle. Ex-Vizepräsident von Pfizer packt aus. Und ich kann euch nur sagen, ihr müsst dieses Video anschauen. Das ist ein absolutes Muss. Habe ich auch bei meinem Telegram-Kanal drin. Und ihr müsst es teilen. Was dieser Mann sagt, ist einfach wieder abartig. Und dieser Booster und alles, was noch dazu kommt, jeder einzelne Booster, wird diese ganze Situation hier immer mehr verschlimmern. Und da bin ich voll und ganz überzeugt von. Das sagt nicht nur er, es hat auch schon Bhakti gesagt, dass wir mit diesen Boostern und alles, was noch kommen wird, immer mehr kaputt machen. Und ich bin wirklich gespannt, ob es wirklich die Gepieksten sind, die es hart treffen wird, oder die Ungepieksten, die es so hart treffen wird, wie immer zum Beispiel unser Showmaster sagt. Weil er sagt ja immer, die Ungepieksten, die werden eventuell alle sterben oder sonst irgendwas. Also ihr wisst ja genau, wie die Wortlaute sind, deswegen ja. Dann haben wir hier schon das nächste, und zwar das afrikanische Coronavirus-Wunder. Neue Studien zeigen, dass sich Teile Afrikas die Mehrheit der Bevölkerung bereits mit dem Coronavirus infiziert hat. Trotz weniger Allwohnerheilmittelverabreichung blieb die große Katastrophe aus, zumindest bislang. Geringe Fallzahlen, leere Krankenhäuser trotz niedriger Allwohnerheilmittelquote. Wahnsinn, ein Wunder ohne das Allwohnerheilmittel. Das kann ja schon fast gar nicht mehr sein und man fühlt sich doch, als wären das wirklich Fake News mal wieder. Ja, aber ihr seht ja, dass es auch so geht. Wir sehen es ja auch in anderen Ländern. Also von dem her ganz, ganz komisch auf jeden Fall. Dann haben wir hier auch was Interessantes, und zwar zu dem Thema Zahlen, ja? 8.11.2020, wir gucken ein Jahr zurück. Allwohnerheilmittelquote liegt bei 0%, Inzidenz 147. Dann projiziert man das Ganze nochmal auf die Gegenwart aktuell, also auf den 8.11.2020. Allwohnerheilmittelquote 67,1%, Inzidenz 201. Ein Applaus für das Allwohnerheilmittel, weil wir haben jetzt eine höhere Inzidenz und die sagen sogar die höchste Inzidenz in der ganzen Pandemie hier, als bevor wir die Menschen gepiekst haben. Ich muss wirklich sagen, das Allwohnerheilmittel, das wirkt in höchstem Maße. Nee, tut's ja gar nicht mehr, weil man sich ja jetzt boostern muss. Weil sonst, wenn die Zahlen jetzt natürlich niedrig wären, hätte ja auch keiner mehr irgendwie das Verlangen, sich boostern zu lassen. Deswegen, da haben wir wieder Zingi, Zangi, Zungi, haben wir ein bisschen gezaubert und schon hat man wieder Zahlen da, die einfach unglaublich Panik machen, die Menschen sich total auf diese Booster-Allwohnerheilmittelverabreichung freuen lässt. Ja. Oh mein Gott. Dann der nächste Artikel vom Spiegel.de, und zwar Ampel will 3G am Arbeitsplatz. Nur wer gepiekst, getestet oder genesen ist, soll künftig am Arbeitsplatz arbeiten können. Das sind Pläne von SPD,
Grünen und FDP vor. Die wollen sogar, dass sich dann die Menschen jeden Tag pieksen. Bei manchen Betrieben ist ja aktuell schon diese Testpflicht da. Vor allem eben in Kindergärten oder Altenheimen und auch, glaube ich, Krankenhäuser, die müssen sich jeden Tag testen. Also die Ungepieksten natürlich, nicht die Gepieksten. Von denen hier geht auch absolut keine Gefahr mehr aus. Und deswegen wollen die jetzt natürlich flächendeckendes 3G. Sonst ist es ja auch wieder langweilig, wenn der eine das macht und der andere nicht. Na, dann ist es schon wieder zu blöd. Dann die nächste krasse Nachricht diese Woche ist vom NTV. Und zwar, STIKO empfiehlt für unter 30-Jährige nur noch BioNTech. Aktuelle Daten zeigten, dass Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen bei jungen Menschen unter 30 Jahren nach der Allwunderheilmittelverabreichung mit SpikeVax von Moderna häufiger beobachtet wurde als nach der Allwunderheilmittelverabreichung mit Comirnaty. Keine Ahnung, begründet die beim Robert-Koch-Institut angesiedelte STIKO ihre aktualisierte Empfehlung. Jetzt, nach all der Zeit, wo sich so viele Menschen pieksen lassen haben, sagen sie, die sollten sich nicht mehr mit Moderna pieksen, wenn sie unter 30 sind. Auch nochmal Applaus. Wirklich super Transparenz, dass man jetzt damit kommt, wo schon so viele Menschen gepiekst sind und bestimmt auch ganz viele eben mit Moderna. Dann haben wir hier schon den nächsten Artikel und zwar von Wochenblick.at mit der Überschrift Schwere Körperverletzung mit Todesfolge. Frau klagt an, Allwunderheilmittel verabreicht, nahm Mutter das Leben, Vater auch schwer krank. Auch wieder sehr interessant. Ich werde euch auch den Artikel unter mein Video packen, dann könnt ihr euch den mal durchlesen. Dann haben wir hier nochmal einen Artikel und zwar Coroni, weltweit erste bekannte Allwunderheilmittelverabreichung bei Säuglingen. An ein Monate altes Neugeborenes ist in der Türkei gegen Coroni gepiekst worden. Es war ein Versehen, aber es geht ihm bestens, wie die behandelnden Ärzte sagen. Ganz zufällig hat man da mal wieder das Allwunderheilmittel vertauscht. Komisch, dass es in letzter Zeit so oft vorkommt. Vielleicht hat man auch irgendwie noch ein Versuchskaninchen gebraucht. Ich meine, die Studien werden ja gerade durchgeführt. Und da dachte man sich, ja, warum nicht bei so einem kleinen Säugling? Was ich absolut krank finde und mein Herz mal wieder in tausend Teile zerbricht. Dann haben wir hier einen Artikel von der Bild und zwar vom 31. August 2021 mit der Überschrift 70% vollständig gepiekst. EU erreicht Ziel bei Coroni Allwunderheilmittel-Kampagne. Dann haben wir eine Überschrift vom 4. November und zwar Braun bei Bild TV 2 Piekse heißen nicht mehr für alle vollständig gepiekst. Die haben ja jetzt quasi mit dieser Booster-Allwunderheilmittelverabreichung einen richtigen Tsunami losgelöst. Und die Wellen, die spürt man jetzt Ewigkeiten, weil ja jetzt jeder zu einem anderen Zeitpunkt immer wieder als ungepiekst gilt. Das heißt, diejenigen, die sich gar nicht haben pieksen lassen, die werden niemals alleine sein, weil es immer Menschen gibt, die nicht gepiekst sind. Und deswegen ist ja auch alles das, was die hier sagen, mit Lockdown nur für die Ungepieksten, Kontaktbeschränkung nur für die Ungepieksten, so hirnrissig, weil man das gar nicht mehr überprüfen kann. Die haben sich ja jetzt selber so ein Eigentor geschossen mit ihren Boostern und dass es unbedingt nötig ist, dass immer wieder jetzt Menschen sind, die ungepiekst sind. Und es wird immer jetzt Leute geben, die dann auch sagen, hey, ich lass mich doch nicht ein drittes Mal pieksen oder auch nicht ein viertes Mal. Das wird natürlich jetzt weitergehen. Ich sag ja, Anfang nächsten Jahres wird es dann schon das vierte Allwunderheilmittel geben, wenn dann wieder die 6 Monate rum sind. Ja, und so hält man die Leute die ganze Zeit auf Trab, aber hat natürlich auch Vorteile, weil so immer Menschen da sind, die wieder ungepiekst sind. Weil auch wenn man sich eben zweifach gepiekst hat, hat man dann nach einem halben Jahr wieder keinen Schutz und gilt wieder als ungepiekst und muss sich neu pieksen lassen. Wirklich Wahnsinn, was sie da für eine Welle losgelöst haben, mit der wir jetzt richtig schön mitschwimmen. Die perfekte Welle, würde ich dazu sagen. Dann haben wir hier ein Tweet von BZGA. Noch Wochen und Monate nach Erkrankungen an Covid-19 können gesundheitliche Langzeitfolgen bestehen. Welche Symptome treten bei Long-Covid auf? Wer kann betroffen sein? Wie lassen sich Spätfolgen einer Infektion vermeiden? Und so weiter und so fort. Also ihr wisst ja, wir sprechen immer nur von Langzeitnebenwirkungen oder Langzeitfolgen bei Coroni. Der Virus gilt ja angeblich als neuartig. Das Allwunderheilmittel auch, aber bei Corona warnt man davor, während eben bei dem Allwunderheilmittel es angeblich gar nichts gibt, über das man sich irgendwie Gedanken oder Sorgen machen muss. Da muss man auch doch schon wieder merken, dass hier etwas nicht stimmt. Ja, dann haben wir hier von Zeit Online einen Tweet vom 4. November. In einer Studie zum Allwunderheilmittel von BioNTech sollen Zahlen gefälscht worden sein. Experten sehen darin aber kein Problem. Also geht es alles in Ordnung. Gefälscht, manipuliert, das macht nichts. Das sieht man überall drüber hinweg. In normalen Zeiten hätte sowas zum Aufschrei geführt und jetzt sagt man, macht nichts. Haben eh nicht so viele Leute mitbekommen. Das habe ich euch ja letzte Woche schon gesagt. Und die Leute, die es mitbekommen haben, beruhigen wir einfach, indem wir sagen, hat absolut gar nichts mit irgendwas zu tun. Macht euch keine Gedanken, ist alles in Ordnung. Und dann muss man wieder sagen, es geht ja hier nur um Menschenleben, die
auf dem Spiel stehen. Dann haben wir hier Feinschmecker, Bruderschaft tourt durch Sylt, danach ist das Virus wieder da. Bei einem Gourmet-Treffen der Chant de Retrosieux auf Sylt infizieren sich mehr als 30 Feinschmecker, allesamt vollständig gepiekst. Auf der Urlaubsinsel steigen die Zahlen der Corona-Fälle seitdem deutlich. Und hier haben wir dann einen Gegenbericht. Für Lauterbach sind die Ungepieksten die Treiber der Pandemie. Also im Umkehrschluss oder im Fazit kann man doch sagen, Gepiekste sorgen für Corona-Infektionen, aber schuld sind natürlich die Ungepieksten. Deswegen ist es ja auch so unglaublich wichtig, 2G einzuführen, weil ja die Ungepiekst ausgeschlossen werden sollen, weil die ja ganz böse sind, die sind Treiber der Pandemie aktuell, aber die Gepieksten sind die Helden. Da haben wir auch wieder einen Tweet von unserem Showmaster, und zwar vom 6. November. Je früher 2G eingeführt wird, desto kleiner wird die Welle werden. Die kontrollierte Einführung von 2G wirkt viel früher und stärker als die Booster-Allwunderheilmittelverabreichung, weil 2G die Ungepieksten schützt. Was wäre Alternative? Die Länder können dies jetzt schon einführen. Ich werde nicht von den Gepieksten geschützt, indem ihr 2G einführt, sondern die Gepieksten werden mich dann in allen anderen Lebensbereichen wieder anstecken, weil die ja nicht mehr getestet werden. Dabei ist ja der Test so unglaublich wichtig in dieser Pandemie. Also schon allein das, ich weiß ja, ich halte absolut nichts von der Testerei, aber es ist doch lustig. Wir würden wirklich als die schwarzen Schafe, die Pöbel hier in der Gesellschaft hingestellt, und 2G, das Virus freut sich, das Virus macht Party und kann sich da schön verbreiten, weil die ja nicht weniger ansteckend sind oder eben ihr Virus nicht weniger weitergeben können als Ungepiekste. Dann haben wir hier nochmal einen Tweet von unserem Showmaster. Einige kassenärztlichen Vereinigungen haben die Allwunderheilmittel-Tempel als Konkurrenz gesehen. Ihre frühere Schließung war ein Fehler, weil die Notwendigkeit der Booster-Allwunderheilmittelverabreichung nur eine Frage der Zeit war. Und das muss man ja vergleichen mit einem Artikel vom 9.1., also Anfang des Jahres, mit einem Peaks Richtung Normalität, 14 Pflegeheime erhalten die Corona-Allwunderheilmittelverabreichung. Also da hat man nur ganz groß gesagt, mit einem Peaks zur Normalität, und jetzt sind wir schon beim dritten Peaks bis zur Normalität, und ich bin gespannt, beim wievielten hundertsten, tausenden Peaks wir endlich sind, bis die Leute aufwachen, wenn es nicht dann schon viel zu spät ist und die dann sehen, dass wir nicht mehr so schnell zur Normalität zurückkommen, egal wie oft wir uns pieksen lassen. Ja, dann habe ich hier auch wieder was richtig Cooles, und zwar dadurch, dass ich ungepiekst bleibe, bin ich 100% sicher vor Nebenwirkungen und zu 99,8% sicher vor Corona. Ich denke, meine Chance, die Pandemie zu überleben, stehen damit sehr gut. Trotzdem danke für das charmante Angebot. Ja, stimmt ja auch, aber so sieht es ja auch keiner. Die sehen ja immer nur die ganz bösen Zahlen, die schlimmen Zahlen, die Panikmachtzahlen, und das ist das, warum viele Menschen, die sich pieksen lassen, so argumentieren. Dann haben wir nochmal einen Tweet von unserem Showmaster, und zwar vom 7. November. Forderungen nach kostenlosen Tests würden bedeuten, dass ein ungepiekster Getesteter mit negativem Test in das Restaurant darf. Er kann weiter dort essen, den Test zahlen wir. Für eine Allwunderheilmittelverabreichung gibt es aus seiner Sicht keinen Grund. 2G wäre wesentlich besser. Also er hat noch letztes Mal gesagt, wir sollen nicht den Druck erhöhen, sondern die Leute eher davon zu überzeugen, sich pieksen zu lassen. Und dann sagt er sowas und stellt einen quasi vor die Wahl, hält einem die Pistole an die Brust, wie man so schön sagt, und sagt, entweder du lässt dich pieksen oder du wirst hier ausgeschlossen, weil du hast keine Rechte, wenn du als getesteter, viel sicherer Mensch in das Restaurant gehst, um zu essen. Du bleibst einfach direkt draußen. Weil sonst hast du auch keinen Anreiz, dich pieksen zu lassen. Ja, und das ist ja das. Es sind wirklich so komisch geworden, dass wir uns für die Freiheit pieksen lassen, anstatt für unsere Gesundheit. Das geht doch in die total falsche Richtung und die Leute sehen das gar nicht. Hier wird es ja genauso argumentiert. Hier geht es ja nur um, ich kann ins Restaurant gehen, wenn ich mich pieksen lasse. Und so sollte es doch niemals sein. Man lässt sich doch wegen der Gesundheit, weil man vielleicht Angst hat vor dem Virus. Da würde ich es ja noch eher verstehen, wenn man sich pieksen lässt, wenn man so arg Angst hat. Aber für die Freiheit, das ist wirklich, ja, das ist wirklich bekloppt. Ja, und dann noch die Tests zahlen wir. Natürlich zahlt er die Tests und gar nicht wir, wir Steuerzahler. Aber wir sind ja auch noch die Deppen vom Dienst. Und dann haben wir hier nochmal einen Tweet vom 14. Juli aber noch von unserem Showmaster. Wenn Ungepiekste teure Tests 2- bis 3-mal pro Woche zahlen müssen, würden wir Ärmere zum Allwunderheilmittel zwingen. Das wäre unfair. Wir müssen sie überzeugen. Und jetzt gerade das, was ich gesagt habe. Also, boah, ey, mein Gott. Hier machen wirklich die Menschen den Mund auf und lügen und lügen. Und lügen. Wahnsinn. Dann haben wir hier noch was von unserem Gesundheitsminister, und zwar Boostern sollte die Regel werden, nicht die Ausnahme. Und ruft damit dazu auf, sich eine Auffrischungs-Allwunderheilmittelverabreichung zu holen, um die vierte Welle zu brechen. Ja, da haben wir es wieder, den Wellenbrecher-Lockdown zum Beispiel. Jetzt haben wir die Wellenbrecher-Allwunderheilmittelverabreichung mit dem dritten Booster.
Wundervoll. Jo, dann gibt's ja was Neues, und zwar 2G Plus. Auch bei 2G Plus bekommen nur Gepiekste und Genesene Einlass. Dafür gilt die Nachweispflicht wie bei 2G. Zusätzlich aber müssen alle Teilnehmer auch noch einen aktuellen Test vorlegen. Bei diesem Modell unterliegen also auch Gepieksten einer Testpflicht. Genau diese Regelung wird gerade für Berlin debattiert. Befürworter sprechen von einer höheren Sicherheit. Kritiker mahnen an, dass dann in jedem Fall die Tests wieder kostenlos werden müssten. Da haben sich ganz viele Menschen ihre Freiheit erpiekst. Und mit 2G Plus braucht man dann trotz Albumnachheilmittelverabreichung wieder mal einen Test, den man dann auch noch selbst bezahlen muss. Dann haben wir einen Artikel vom 5.11. und zwar DGB-Chef gegen Albumnachheilmittel-Auskunft im Betrieb. Auch angesichts steigender Corona-Zahlen hat sich der DGB-Chef Rainer Hoffmann dagegen ausgesprochen, dass Arbeitnehmer in Betrieb Auskunft über ihren Albumnachheilmittel-Status geben müssen. Allerdings empfehle der DGB allen Beschäftigten, ihren Albumnachheilmittel-Status offenzulegen. Das trägt zur Sicherheit bei und so weiter und so fort. Aha. Da frage ich mich, wie kann man einerseits dazu empfehlen, sich das offenzulegen und andererseits aber gleichzeitig auch öffentlich äußern, man sei dagegen. Das ist doch wirklich wieder so komisch. Der tut sich wirklich in einem Satz quasi widersprechen. Dann haben wir nochmal einen Tweet von unserem Showmaster, und zwar: Ich stimme unserem Star-Virologen zu, wir sind in Notlage, die Albumnachheilmittel verlieren Wirkung gegen Delta-Ansteckung. Aus meiner Sicht hilft nur die drastische 2G-Einführung bundesweit mit sehr strengen Kontrollen, Maskenpflicht in allen Schulen, 3G am Arbeitsplatz und Booster. Was soll ich dazu sagen? Dann haben wir hier einen Artikel von Reitschuss.de, und zwar: Berliner 2G-Plus-Pläne entlarven Versprechungen als Lüge, verpflichtende Tests für Gepiekste und Genesene. Auch ein guter Artikel, packe ich euch unter mein Video. Ihr wisst ja, die Reitschuss-Artikel packe ich euch sehr gerne drunter. Dann haben wir hier noch einen Artikel von Reitschuss.de, und zwar: BioNTech Albumnachheilmittelverabreichung ab 7 Monate kein Schutz messbar. AstraZeneca führt statistisch sogar zu erhöhtem Krankheitsrisiko. Neue Daten und Erkenntnisse stellen die Wirksamkeit des Albumnachheilmittels, wie sie die Obersten beteuert, massiv in Frage. Sie wirken geradezu vernichtend und stammen aus unverdächtigen Quellen. Vom Virologen Kekulé. Auch die Privilegien für Gepiekste sind demnach höchst fragwürdig. Das Thema müsste die Schlagzeilen beherrschen. Dass das Gegenteil der Fall ist, ist ein Systemversagen der Medien. Mal wieder. Auch den Artikel packe ich euch unter mein Video, aber ist ja auch wieder der absolute Wahnsinn. Nach 7 Monaten hat man schon keinen Schutz mehr. Dann habe ich hier einen Artikel von Reitschuss.de mit der Überschrift: RKI stellt im kleingedruckten Coronikus auf den Kopf und keiner berichtet darüber. Text der Bundesbehörde liest sich wie das, was Journalisten als Corona-Desinformation diffamieren. Das ist ein Artikel vom 7. November und packe ich euch auch unter mein Video. Dann hat der Mark Seibert gepostet: Für die Ungepieksten muss die Luft dünner werden. Damit meine ich nicht die Sache mit dem Schlauch im Hals, sondern keine Gastro, keine Bahn, keine Freizeiteinrichtung, kein Museum, kein Theater, kein Kino, kein Flug, kein Weihnachtsmarkt. Ich frage mich nur, was kommt dann noch als nächstes, was wird als nächstes gefordert und vor allem, wie weit gehen die noch? Das ist ja auch die große Frage. Dann haben wir hier schon den nächsten Artikel, und zwar vom Spiegel. Bayern ruft Katastrophenfall aus. Bayern reagiert auf die dramatisch steigenden Corona-Infektionszahlen. Der Ministerpräsident aus Bayern ordnete an, im Freistaat landesweit wieder den Katastrophenfall auszurufen. Außerdem fordert er eine Albumnachheilmittelpflicht für bestimmte Berufe. Ja, das heißt, sie müssen jetzt auch wieder FFP2-Masken tragen und er will eine Albumnachheilmittelpflicht für bestimmte Gruppen. Und auch den Artikel packe ich euch unter mein Video. Ja, hier nochmal die wundervolle Karte, wie ich sie euch letzte Woche schon gezeigt habe. Wieder sehr rot. Ihr seht es vor allem da unten hier. Bayern und auch baden-württembergisch betroffen und hier Berlin und Sachsen und ganz, ganz schlimm wieder. Ganz rot. Für das, dass wir so weit gekommen sind dieses Jahr. Mit so viel Wunderheilmittel sind wir jetzt noch schlimmer dran als letztes Jahr. Wirklich Wahnsinn. Dann haben wir hier auch was Gutes, was jemand geschrieben hat. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Medizin, dass die fehlende Wirkung eines Medikamentes auf die Schuld derer geschoben wird, die das Medikament nicht mal genommen haben. Ja, das sind dann quasi die bösen Ungepieksten, die Pöbel in unserer Gesellschaft. Ja, dann muss ja jetzt der Kimmich auch noch in Quarantäne, weil da jemand positiv getestet wurde, der auch noch zweifach gepiekst war. Oh mein Gott, wie kann das wohl sein? Und jetzt muss er natürlich in Quarantäne. Und das fand ich blöd von der Bild, weil da haben sie wieder mehrere aufgeführt, die in Quarantäne müssen. Und bei ihm haben sie nochmal hingeschrieben: der ungepiekste Joshua Kimmich. Einfach nur ekelhaft. Ekelhaft. Mehr kann man dazu nicht sagen. Dann haben wir hier einen Artikel von der Bild, und zwar: Unser Star-Virologe befürchtet 100.000 weitere Corona-Tote. Er schlägt Alarm, der Chef-Virologe der Berliner Charité sieht Deutschland bei Corona in einer gesellschaftlichen Notfallsituation und erwartet einen neuen Lockdown. Angesichts der rasant steigenden Covid-Zahlen sagte er im NRD-Podcast das Corona-Virus-Update: Wir müssen jetzt sofort was machen. Und weiter: Wir müssen also jetzt die Infektionstätigkeit durch Kontaktmaßnahmen wieder kontrollieren. Der Virologe erwartet einen sehr anstrengenden Winter für die Wirtschaft mit neuen, sagen wir, ruhig Shutdown-Maßnahmen. Ohne solche Beschränkungen droht auch in Deutschland mindestens 100.000 weitere Corona-Todesfälle. So unser Star-Virologe. Das ist eine konservative Schätzung, sagte er. Zur Einordnung: Seit Pandemiebeginn im Frühjahr 2020 sind bei uns bislang 96.727 Menschen in Zusammenhang mit
Corona gestorben. Maßnahmen wie 3G oder selbst 2G reichten akut vermutlich nicht aus, um angesichts der Delta-Variante die Zahl der Infektionen genug zu senken. So unser Star-Virologe. Und auch von der 1G-Regelung, bei der sich auch Gepikste testen lassen müssten, hält er nichts. Das ist aber leider logistisch gar nicht zu bewerkstelligen. Dagegen fordert er ausgewählte Krankenhäuser, finanziell so aufzustellen, dass sie sich leisten können, Intensivbetten freizuhalten. Ja, wir müssen die Allwunderheim-Mittellücken schließen. Und passt auf, das ideale Ziel müsse eine dreifach komplett durchgepikste Bevölkerung sein. Dabei kommt es nicht auf strikte Zeitvorgaben an. Auffrischungen erst nach 6 Monate käme für den Schutz der ganzen Gesellschaft zu spät. Denn bei manchen sei der Allwunderheim-Mittelschutz schon nach 3 bis 4 Monaten abgeschwächt, argumentiert er. Sein Fazit, es gehe beim Boosten um das Durchbrechen der aktuellen Welle und nicht um das Datum des Allwunderheim-Mittelpasses. Er möchte als ideales Ziel, hört's euch nochmal an, eine dreifach komplette durchgepikste Bevölkerung. Und das ist wirklich abartig. Das heißt, man soll jetzt nicht mehr gucken, wann war meine letzte Allwunderheim-Mittelverabreichung, sondern jeder soll sich dreifach pieksen. Und da sieht man doch, dass etwas hier absolut nicht stimmt. Das kann nicht sein, dass jetzt diese dritte Allwunderheim-Mittelverabreichung so wichtig ist. Wenn man hört, was hier passiert, was schon nach 2 Allwunderheim-Mittelverabreichungen zum Teil mit den Menschen hier passiert ist, was alles verheimlicht wird, was wir aber alles von überall hören. Man hat immer gesagt, man kennt jemanden, der irgendwie schwer an Corona erkrankt ist oder irgendwas. Ich höre nur von schlimmen Allwunderheim-Mittel-Nebenwirkungen aus allen Ecken. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Jetzt kann man wirklich sagen, jeder kennt irgendwann jemanden, der an oder mit dieser Allwunderheilmittelverabreichung verstorben ist, schwer erkrankt ist oder sonst was auch immer. Ich glaube, da kommen noch so richtig heftige Dinge auf uns zu, vor allem jetzt mit dem Booster. Die 2 Pixer waren noch der Anfang, jetzt kommt der Booster. Ich weiß nicht, was passiert. Wie geht's noch weiter? Und dieser Ruf nach dem dritten Allwunderheilmittel, der ist mir einfach viel zu krass und hier sieht man einfach das, was absolut nicht stimmt. Ja, und dann habe ich hier was richtig Gutes von Fellner Live. Das ist ja auch so eine Show aus Österreich, wo ja auch immer wieder Leute diskutieren und da war auch einer und der hat gesagt, es geht nämlich hier um den Steve Kirsch, der ist ja von der FDA in Amerika und der sagt auch, dass uns einiges vorgegaukelt wird mit dem Allwunderheilmittel, was gar nicht so ist. Und in Amerika gibt es so ein Messsystem der Nebenwirkungen, was wir hier aber in Deutschland nicht haben. Und bei der BioNTech Allwunderheilmittelverabreichung gibt es 71 Mal häufiger Herzinfarkte als bei allen anderen Allwunderheilmitteln. Und der Steve Kirsch sagt auch noch, dass das Allwunderheilmittel mehr Menschen tötet, als dass es rettet. Und man muss ja sagen, das ist nicht irgendjemand, sondern das ist wirklich einer der angesehensten amerikanischen Experten, die es gibt. Und aufgrund von den Aussagen von Steve Kirsch hat dann die FDA beschlossen, dass es keine dritte Allwunderheilmittelverabreichung oder eben den Booster mit dem BioNTech gibt. Das passiert in Amerika, was wir hier aber gar nicht mitbekommen, weil wir auch gar nicht so genau nachgucken. Uns ist es ja auch relativ egal, was passiert mit Menschen, die gepikst sind. Das sieht man ja auch jetzt, dass sie jetzt anfangen mit Moderna ist eigentlich nicht so gut für unter 30-Jährige. Wow, Wunder, Wunder, Wunder. Dann habe ich was richtig Gutes hier und zwar, die Regierung hat es echt nicht leicht im Moment. Sie muss die Nicht-Gepieksten davon überzeugen, dass das Allwunderheilmittel wirkt, damit sie sich pieksen lassen. Und die Gepieksten davon überzeugen, dass das Allwunderheilmittel nicht wirkt, damit sie sich boostern lassen. Und so ist es halt wirklich aktuell. Was soll man dazu sagen? Es ist so. Wir sollen dazu überzeugt werden, uns pieksen zu lassen, aber sehen ja genau, dass das Zeug gar nicht wirkt. Also von dem her, ja, es ist wirklich Wahnsinn. Wir stecken jetzt hier in noch einer schrecklicheren Phase dieser Pandemie, trotz so hoher Allwunderheilmittelquote. Das ist wirklich der Hammer. Wir haben so hohe Inzidenzen, ja, auf die wir ja eigentlich gar nicht mehr gucken wollten, aber jetzt stehen sie wieder im Vordergrund. Die Intensivbetten sind in manchen Krankenhäusern voll und dann guckt man wieder online und dann stimmt es gar nicht, dass gar nicht so viele Corona-Patienten da liegen. Und trotzdem sagt man uns das. Dann sagt man natürlich noch, dass die Ungepieksten die Treiber der hohen Inzidenzen sind und die ganzen Krankenhausbetten oder Intensivbetten belegen. Ja, ist klar. Krass, einfach nur krass. Ich sag ja, die Sachen überschlagen sich gerade so und dann hört man immer so Sachen wie jetzt gerade das, was ich euch gesagt habe mit der FDA. Das ist der absolute Wahnsinn und müsste eigentlich mal zu einem so großen Aufschrei führen. Auch andere Dinge, die ich euch heute gesagt habe. Aber es passiert nichts. Sie sitzen da und sagen, Januar, Februar, März, April, das Manipulationsrad steht niemals still. Mai, Juni, Juli, August erwecken uns ein kleines Stück wieder mal Lebenslust und dann kommt September, Oktober, November, Dezember und dann
Und dann fängt der Lockdown wieder von vorne an. Muss man ja wirklich so sagen, das Manipulationsrad dreht sich die ganze Zeit über weiter und ich sitze hier und denke mir, stopp doch endlich mal dieses Manipulationsrad. Merkt ihr nicht, was hier passiert? Ihr müsst euch jetzt boosten lassen, damit ihr wieder als gepiekst geltet. Und das solltet ihr nicht gucken, was auf eurem Allwunderheilmittelpass steht, sondern jeder sollte sich von vornherein dreifach pieksen lassen. Einfach nur noch abartig. Nicht mehr nachzuvollziehen, was hier alles passiert. Schon lange nicht mehr nachzuvollziehen und dass eben die Menschen immer noch so krass an das Ganze hier glauben. Und dann natürlich wollen die wieder die kostenlosen Tests einführen. Das war ja auch noch das, weil ja jetzt auch das 2G Plus gilt und da machen halt auch viele mich nicht mit und sagen, hey, ich habe mich nur pieksen lassen für meine Freiheit, jetzt muss ich mich auch noch testen lassen. Und deswegen führt zum Beispiel Tübingen ab nächste Woche wieder die kostenlosen Tests mit Zertifikat ein. Jo, jetzt machen wir da wieder einen Schritt zurück, weil man gemerkt hat, jetzt müssen wir ja die ganzen Menschen wieder pieksen und dann kommen die nicht alle gleich und jetzt rufen wahrscheinlich die Arztpraxen, hey, ihr müsst euch boostern lassen, ja, du, ey, keine Ahnung, ich weiß nicht, was hier abgeht, aber es ist wirklich Wahnsinn. Ja, meine Lieben, wie gesagt, die Ereignisse überschlagen sich zurzeit, ich bin gar nicht mehr aktuell immer, wenn sonntags das Video kommt, ist dann schon wieder das nächste Thema, wo ich mir denke, hätte ich doch gerne mit reingepackt, aber was soll man machen? Es gibt halt gerade sehr viel zu berichten, sehr viel Panik muss wieder verbreitet werden, alles wird wieder abgesagt, alles wird wieder im kleinsten Rahmen gemacht und ich weiß auch, dass wieder ein Lockdown kommen wird. Nur müssen sie den für alle machen, das wird nicht nur für die Ungepieksten gehen, weil eben auch wieder die zweifach Gepieksten dann als Ungepiekste früher oder später gelten. Was soll man machen? Als hätten wir das nicht schon, keine Ahnung, vor wie vielen Monaten gesagt, dass es mit den zweifach Allwunderheilmittelverabreichung nicht getan ist, sind wir jetzt genau in der Situation. Also wirklich krass. Ja, ich sag ja immer, wir sind richtig gute Hellseher. Ja, und damit würde ich jetzt auch das Video beenden. Denkt immer dran, Liebe verbindet und schafft Zusammenhalt. Wir müssen alle zusammenhalten. Wir schwimmen jetzt alle auf derselben Welle mit sogar den zweifach Gepieksten, die vielleicht sich nicht mehr boostern lassen und sind alle stolze Ungepiekste. Was soll man dazu sagen? Naja, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat mein Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir auch gerne was unten in die Kommentare. Und vergesst auch unbedingt das Abonnieren nicht. Und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag um 12 Uhr wieder. Bis dann, sag ich tschüss.